Wir sind hier auf der geilen LAN-Party und wir machen ein Artist X Gothic Phone Streamer-Event. Das heißt, wir haben Künstler dabei, die tatsächlich zeichnen können und mit denen spielen wir Gothic Phone. Matra? Ja, was denn? Ihr könnt euch gerne selbst als Prompt nehmen. Mit irgendwas, wo ihr euch gerne sehen wollt. Okay. Mit viel Pech. Also, das ist jetzt kein Disrespect. Malen euch einfach vier Streamer, die nicht malen können. Also, so wie ich, so wie du. Was? Wie bitte? Was war das denn für ein Diss gerade? Im besten Fall hast du halt vier Künstler, die dich malen. Auch gerne an alle, die jetzt zuhören in den Chats. Klickt gerne auf den Link rauf. Guckt euch die Artists an, folgt da rein. Ich sag euch die Zeit immer an. Wir starten jetzt gleich mit dem Schreiben. Ihr seht oben links, wie viele Leute fertig sind. Bei 25 mache ich auch fertig. Rechts läuft eine Uhr runter. Eine Frage habe ich noch. Wenn ich jetzt eine Anspielung auf auch Hinterhalle 8 machen würde, wäre das in Ordnung oder wäre das... finde ich wahr. Alter, wie geht los? Euer Mikrofon und ich sag zwischendurch immer die Zeit an. Okay, jetzt können wir einen anderen Streamerin machen. Mal schauen, was draus wird, Alter. Wir wissen halt nicht, wer Flesk ist, also die Künstler, aber okay, doch. Wir haben ja auch 40 Minuten Zeit, dann googeln die kurz Flesk. Ich werde auch jeden googeln müssen. Egal welcher Name hier steht, ich werde es googeln müssen. Wird sie so stalken? Die wissen nicht, wer Romatra ist. Ja, das halt auch. Die müssen Romatra googeln, müssen die Flesk googeln. Oh, DVX Tiefsee zum Beispiel mit Tiefsee-Background-Outfit etc. Oh, okay, krass. Als erstes erstmal einmal einen kleinen Fill. Boom. Dafür habe ich jetzt 40 Minuten Zeit, ja. Aber ich krieg's halt auch gar nicht hin. Ich gebe mir mehr Mühe mit der Tiefsee, okay? Wir machen hier so... Oh, falsch, Missklick. Jetzt schon wrong. Ich würde gerne eine Meeresschildkröte. Das ist sau schwer. Ich google jetzt, wie eine Tiefsee-Schildkröte aussieht. Sieht das aus wie eine Schildkröte, Leute? Boah! Jungs, ich wusste nicht, dass ich das kann. Wieso kann ich denn das? Das ist ja mega die geile Schildkröte, hä? Müssen wir mal die Schnauze halten. Nein! Einmal missklickt. Nein! Oh, das tut so weh. So unsatisfying, es tut mir so leid. Aber guck mal, jetzt bringen wir ein bisschen Akzente rein. Jetzt hätte ich gern so ein bisschen so einen Lichteffekt. Wisst ihr, was ich meine? Wir machen hier oben so ein bisschen... Das soll die Sonne darstellen, aber sieht halt derbe Scheiße aus. Wir müssen halt Divi auch noch irgendwie malen. Ich glaube, wir geben ihm einfach einen Taucheranzug. Ich bin eine Koralle. Ich bin eine Koralle. Du bist doch scheiße, sieht doch schrecklich aus. Es tut mir so leid. Kommt der Rochen von der Hauptbahnhof, Marte. Was habt ihr gegen meinen Rochen, Alter? Appreciate mal lieber die süße Schildkröte. Du hast noch Zeit, den Rochen zu entfernen. Ich werde den Rochen nicht entfernen. Lass mich in Ruhe. Der Rochen ist super. DVX Tiefsee zum Beispiel mit tiefster Background. Oh no. Wow. Marta, sehr, sehr stark. Ich finde das beeindruckend, wie gut man Divi erkennt. Also, ist das ein Anzug und dafür kein Helm, oder? Wie funktioniert das? Die Frage, ich frage ja. Aber die Haare sitzen nicht. Ich habe mir halt gedacht, wenn ich jetzt einen Helm mal, dann erkennt man sie ja nicht mehr. Dann habe ich gedacht, so, scheiß auf den Helm. Die Schildkröte sieht nicht so begeistert aus, dass ich da bin. Nee. Was ist das denn? Wie soll das aussehen, Chat? Helft mir mal. Soll ich einfach Kristall malen, den Typen? Machen erstmal ein schönes Herz. Ausmalen. Jetzt wie ausmalen? Pink außen weg. Hier, wir machen weiß Hintergrund. Ey, das ist doch so eine schwierige Zeichnung. Was soll das denn? Wieso kann ich nicht wieder einfach unter Wasser malen, wie eine Meeresschildkröte rumblubbert? Ich schwitze um mein Leben in Gothic Phone. Wir lassen erstmal so. Besser wird's nicht, Leute. Jetzt müssen wir da noch wen reinzeichnen, ne? Wen zeichnen wir da rein? Mordado, wo ist Mordado? Ui, das ist schwer. Pff, weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Das sind die Schultern. Der Hals. Super, super, super. Boah. Clean. Ein Dicker! Ich finde, so ist klasse. Also, dass ich das so geschafft habe, ist ein Wunder. Streamer. W plus Kristall in Herzform. Och Gott, das kam von dir, naja. Oh, oh, wie geil ist dieses Herz. Okay, Rumatra. Oh, süß. Schnecki, danke. Der Kristall sieht voll gut aus. Also hast du richtig gut umgesetzt. Ja, da habe ich lange für gebraucht, tatsächlich. Ja, als wäre es irgendwie so das Topping von einer Torte oder so. Ja. Oh, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Das male ich jetzt. Rein. Tech und Titan. Mauer. Es gibt so einen Moment, wo der so über die Mauer drüber schaut. Das hier. Das hier machen wir einfach mit diesem Hasengesicht. Das könnte funktionieren. Also ich gebe mir wirklich alles, Chat. Bin derbe am Schwitzen. Ist das Malen mit der Maus nicht richtig schwer? Ich könnte aber auch ohne Maus nicht malen. Deswegen geht das, glaube ich, fit. Die sind gigasauer da drüben. Ich weiß auch nicht, wieso die Jungs so sauer sind. Und das ist gelogen, weil ich weiß ganz genau, warum sie sauer sind. Ich finde, das ist schon eine geile Mauer, muss ich sagen. Aber vielleicht bräuchten wir noch so ein bisschen Textur. So ein bisschen Mauertextur. Mit oder ohne Mauertextur? Nur vereinzelt Mauertextur. Oh, ich weiß, was du meinst. Irgendwie mal hier so ein, zwei Ziegel rein, ne? Ey, Jungs, bitte! So ist geil, die Mauer sieht geil aus. Jetzt brauchen wir so Flammen im Hintergrund. Das ist aber eigentlich geil, Chat. Ich finde das so, das Zeichen so derbe anstrengend, das glaubt ihr gar nicht. Du hast deinen Mittelfinger vergessen. Stimmt, ich habe einen Finger zu wenig. Scheiße, wie machen wir das jetzt?
Jetzt haben wir alle. Ist aber eigentlich krass, ne? Schöne abstrakte Zeichnung. 16 Minuten, ich bin eigentlich fertig. Ich habe auch keine Energie mehr. Quasi ex Titan. Verdeck und halten. Wollte ich nur mal gesagt haben. Oh, oh mein Gott. Wie ist das denn transportiert worden? Wie ist Mac gewachsen? Ah, sorry. Ein Kumpel hat mir gerade in der LAN-Party meine Piccolinis gebracht. Der hat die einfach in eine Tüte alle reingeworfen und mir dann gebracht, deswegen bin ich hier. Oh, no. Aber sie sind sehr geil, also vielen Dank, Bro. Was? Wie sollst du die denn aber essen, aber nicht aus einer Tüte. Doch, die esse ich jetzt aus der Tüte. Ja, aber jetzt will ich sehen, was Romata gemeint hat. Ja, ja. Aber warte, der Charakter erinnert mich an irgendwas. Erinnert mich so an Naruto irgendwie, finde ich. Oh. Horror x Märchen x Goldfisch. Okay, wir malen erstmal einen Wald. Alle guten Horror-Stories sind in einem Wald. Könnte das Bild sein, bei dem ich versage. Mal einfach einen Wald, weil deine Zeichenskills gruseln sich die anderen sowieso. Seid ihr alle so assi zu mir? Ich find's gut, ich find's auch voll fein. Aber wir haben den Hintergrund, wir haben den Hintergrund. Das ist immer das Wichtigste, weil es ist auch mit das Einzige, was ich malen kann. Wir haben einen Horrorwald. Jetzt brauchen wir noch Märchen und Goldfisch. Oh mein Gott. Wollen wir einfach hier ein paar Goldfische dranhängen? Das wäre halt brutal, ne? Das ist die Schlaufe. Der sieht ja übel aus, oder? Wir können auch so ein paar Kräten auf dem Boden malen. Da ist noch ein toter Goldfisch. Hier drüben hängen wir noch mal einen auf schnell. Das, glaube ich, ist erstmal mein bestes Bild. Horror X Märchen X Goldfisch. Kurze Triggerwarnung für mein Bild. Da sind einige Goldfische am Sterben auf jeden Fall. Okay. Welches Märchen ist das? Rotkäppchen. Die ist ein bisschen durchgedreht und hängt jetzt Goldfische an Bäumen auf. Ist das ein Hobby oder? Die Idee, geil. So eine Deko für die Oma. Die Oma mochte Goldfische. Nee, reinzoomen geht nicht gerade vorne. X Galaxie Sterne X los. Oh. Ja, let's go. Oh, das ist, Alter, das ist wunderschön. What the fuck? Ist da ein kleiner, ist da ein kleiner Among Us? Ja. Ja, Among Us. Oh. Oh. Das ist geil. Das ist jetzt unangenehm. Ja, macht euch auf Gänse. Also, sieht einfach aus, als wäre ich so ein Knasti mit dieser tätowierten Träne. Ich habe schon irgendwie 5 Leute umgebracht. Wow. Also der ist lost und versucht, die Sonne zu löschen. Das war im Scherz und so. Romatra versus Flesk hinter Halle 8 im Kopf. Also wenn ich jetzt Romatra nicht in den Tütü... Das ist der Hammer. Wow. Ist das gemein. Ja. Das sind Battle Bunny. Kann man das nicht machen, Romatra? 5000 Subs und dafür das Cosplay? Das Cosplay easy. Easy, mache ich. Das mache ich schon für eine 10er-Sub-Bombe gefühlt. Nice. Oh, nice. Einfach als Mii. Oh. Wie krasses Album. Das ist unfair. Warum kriegt Romatra sowas? Ich habe die ganzen Artists bekommen. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs dabei sein. Auszeichen Artists. Die haben sich alle mega viel Mühe gegeben, hier dabei zu sein. Haben lange gezeichnet. Ich mache jetzt den Saugstrobel doch. Ich gehe jetzt nämlich einfach auf. Romatra ist so oft mit mir zusammen. Die ganze Zeit. Dann müsste der wirklich der schlauste Mensch ever sein und es ist Romatra. Er ist der beste Imposter hier. Wenn es einer schafft, dann ist es scheiß Romatra. Ich hasse aus, wenn er es ist.